Nächster Redner ist der Abg. Jürgen Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde Reden, die damit anfangen, ich habe es euch doch immer schon gesagt, eigentlich nicht besonders gut. Aber wenn es denn so ist und so besonders viel Freude macht wie an dem heutigen Tage, muss man es natürlich machen. Herr Heiko Kassacker hat es ja eben ja schon einmal gesagt, und das finde ich auch sehr bemerkenswert, dass er ja sehr deutliche Worte gefunden hat, dass das Vergaberecht, wie es bis jetzt gibt, Probleme gebracht hat, weil man teilweise schon überhaupt gar keine Anbieter mehr gefunden hat. Genau das ist das Szenario, was ich hier, als wir das in den vergangenen Jahren diskutiert haben, immer wieder als Szenario in den Raum gestellt habe. Ich gebe gerne zu, da kommt auch eine wirtschaftliche Konjunktur noch dabei, dass sich Handwerksbetriebe dann noch umso mehr, ich sag mal, ihre Aufträge haben auch noch aussuchen können. Aber die Effekte sind ganz klar da angelegt gewesen, wo es für Unternehmen, für mittelständische Unternehmen, für kleinere Unternehmen überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht hat, sich an einem öffentlichen Auftrag zu beteiligen. Und der Effekt ist ja nicht, dass ich mehr Wettbewerb habe, sondern dass am Ende die Preisschraube nach oben geht. Wir haben das als Fraktion, als wir die Fraktion 4.0 ausgeschrieben haben, sogar am eigenen Leibe vor zwei, drei Jahren erlebt. Dann hatte man am Ende noch zwei Anbieter für eine Ausschreibung. Mehr war nicht mehr über. Da musste man eben noch froh sein, dass man einen Handwerker überhaupt bekommen hat. Und das, meine Damen und Herren, das hat sich jetzt deutlich gezeigt, und dass hier jetzt ein Vergabegesetz vorgelegt wird, das in vielen Teilen, das gebe ich gerne zu, die richtigen Ansätze hat und tatsächlich auch Bürokratie wegschafft, ist auch sicherlich zu begrüßen. Ein Punkt zum Beispiel für die freien Berufe. Ich fand es unerträglich für die Architekten und Ingenieure, dass man hier keinen anderen Weg schon in den letzten Jahren gefunden hat. Gut, es ist immer Zeit, umzudenken und dass man auch neu nachdenkt. Aber die Vergabegrenzen. Wir haben in einer Situation, als wir die Finanzmarktkrise haben, als CDU und FDP die Vergabegrenzen angehoben. Und damals war schon zu sehen, dass es Missbrauch dort wahrscheinlich nicht stattfindet. Da waren keinerlei Anhaltspunkte dafür da. Und dann das haben wir auch fortgeschrieben. Es hat auch Schwarz-Grün fortgeschrieben. Aber bei den Vergabegrenzen war immer das Problem, dass sie nicht bis unten durchgegriffen haben, dass man die Menschen, die vor Ort in den Kommunen die Aufträge vergeben haben, die neuen Möglichkeiten, Spielräume, die neuen unbürokratischen Spielräume nicht angewendet haben, weil sie nicht sicher waren, weil sie von ihrem Dienstherrn auch nicht geschützt wurden, die ausdrücklich gesagt hat, macht es. Über Jahre spricht das Handwerk davon, die sagt, das habt ihr gut gemacht da im Landtag, aber es kommt unten nicht an. Sie wenden die Möglichkeiten nicht an. Meine Damen und Herren, das ist ein Punkt, den geht diese Landesregierung auch mit diesem Vergabegesetz nicht unbedingt an. Das kann man vielleicht auch nicht im Gesetz regeln. Aber dazu muss auch eine Landesregierung etwas sagen, ob sie dort das richtige Instrument findet, um dann auch wirklich dann mal diese Kraft nach unten weiterzugeben. Etwas anderes, was mir aufgefallen ist, die Schaffung einer neuen Stelle oder anderthalb Stellen im Sozialministerium. Ich würde doch darum bitten, wirklich einmal darüber nachzudenken, ob das dann im Sozialministerium wirklich die richtige Stelle ist oder ob man nicht besser die Vergabestelle stärkt, die ja seitens von Kammern, also sprich Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und vom Land auch mitgetragen und finanziert wird. Also die Vergabestelle, die im Konflikt auch gerade für den kleinen Bürgermeister vor Ort die richtigen Ansprechpartner sind, die auch etwas unabhängiger und neutraler sind, die vielleicht auch niedriger schwelliger sind. Das wäre eine Stelle, die es zu stärken gibt. Meine Damen und Herren, wir haben gerade die Kommunalwahlen hinter uns. Es wird in Zukunft viele Gemeinden geben, die werden sich kaum noch ein Bauamt leisten können. Und jemand, der das Feuerwehrfahrzeug ausschreiben muss, steht ja, nehmen Sie mir nicht übel, immer schon mit dem halben Bein im Knast, wenn er das machen muss, weil er die Kompetenzen gar nicht mehr hat. Die Vergabestelle dafür zu stärken, dass sie dort helfen könnten, das wäre mit Sicherheit besser aufgehoben als im Sozialministerium. Und so gut wie ich das ja finde, dass Sie an vielen Stellen Bürokratie wegschaffen, Herr Staatsminister, meine Damen und Herren, die
dann bauen Sie dann aber gleich wieder so etwas ein wie die Bescheinigung der Sozialkassen oder die Bescheinigung der Sozialkassen für die Teilnahme an dem Sozialkassenverfahren. Also das Ding hört sich schon sperrig an. Für mich als Unternehmer, der Ausschreibungen gewohnt ist und aber auch mit Sozialkassen zu tun hat, weiß, was dabei rauskommt. Da kommt ein Zertifikat bei raus, das müssen Sie, dann sollen Sie das, das darf nicht länger als 6 Monate, dann müssen Sie es alle 6 Monate erneuern. Sie haben permanent nur Stress. Das können Sie auch noch digital regeln wollen. Dann müssen Sie irgendwelche Zertifikate einlesen. Da brauchen Sie wieder eine Zugangsberechtigung, damit Sie überhaupt berechtigt sind, das Zertifikat einlesen zu dürfen. Da brauchen Sie da auch noch einen Zugang. Lassen Sie es einfach sein. Lassen Sie es einfach sein, wenn die Sozialkassen einem Unternehmer auf der Spur sind, die sagen, du bezahlst deine Beiträge nicht pünktlich, der hat schneller den Gerichtsvollzieher im Haus stehen, als Sie gucken können. Lassen Sie es einfach weg, bauen Sie das, machen Sie nicht das Gute, was Sie vorhaben, konterkarieren Sie das nicht mit wieder Bürokratie, die kein Mensch beherrscht und für mittelständische Unternehmen nur noch ein Graus darstellt. Meine Damen und Herren, ich bin durchaus optimistisch, dass das ein Stück weit dazu dient, Bürokratie in der Vergabe wegzuschaffen. Aber das, meine Damen und Herren, was ich aus den Verbänden höre, muss man sich in einer Anhörung genau mit auseinandersetzen. Ich kann Ihnen nur raten, eine Anhörung zu machen und die auch mündlich durchzuführen, weil das ist ein komplexes System. Und es nicht alleine auf eine schriftliche Anhörung beruhen zu lassen. Nehmen Sie sich die Zeit und hören Sie den Anzuhörenden gut zu, sonst laufen Sie wieder in die Falle hinein, dass Sie am Ende zwar etwas an Aufträgen zu vergeben haben, aber kein Mensch interessiert sich dafür. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Lenders. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Kollegin Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine Überarbeitung des Vergaberechts, des Vergabegesetzes ist dringend notwendig, und zwar dahingehend, dass der Staat nur einkauft, was sozial und ökologisch sinnvoll ist, bei Firmen, die ihre Beschäftigten gut bezahlen, die seriös kalkulieren, die Tarifverträge einhalten. Das sollte ja eigentlich die Regel sein. Ist es aber längst nicht immer. Immer noch viel zu oft kommt der Billigste zum Zuge. Und so spart sich der Staat hier und dort ein paar Euro beim Einkauf, aber muss am Ende ein Vielfaches ausgeben, um zu niedrige Löhne aufzustocken oder die Folgen von Umweltzerstörungen zu bewältigen. Also ein gutes Vergabegesetz müsste endlich verbindliche Leitplanken setzen, um die Beschäftigten zu schützen, die im öffentlichen Auftrag arbeiten, weil das ja dann insgesamt auch einen Druck machen würde angesichts der starken Marktmacht, die die öffentliche Hand als Auftraggeber hat. Das würde natürlich auch insgesamt gute Effekte setzen für die Situation der Beschäftigten insgesamt. Und es gibt viele wichtige Punkte, die in so einem Gesetz drinstehen müssten. Kollegin Barth hat bereits einige angesprochen. Das ist die Frage der Subunternehmerketten, dass die gekappt werden müssen. Maximal 3 beteiligte Firmen, sagen wir, da muss Schluss sein. Und vor allem brauchen wir die Generalunternehmerhaftung, dass nicht einer sagt, ich halte alles ein, dann einfach in Subunternehmen die Aufträge vergibt und am Ende hat man dann eben Stundenlöhne von 1,02 Euro auf öffentlichen Baustellen und so ein Zeugs. Also deswegen ist die Frage Generalunternehmerhaftung eine ganz entscheidende. Wer den Auftrag erhält, der ist auch dafür verantwortlich, dass alle Nachunternehmer sich daran halten. Die Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, müssen Tariflohn zahlen, zwar ohne Wenn und Aber. Ja, also das muss man im Gesetz verschwindlich festschreiben. Und da wird leider das Gesetz seinem Namen nicht gerecht. Und als Haltelinie für alle die, die in Bereichen arbeiten, in denen es keine flächendeckenden Tarifverträge gibt, da kann man einen Landesmindestlohn machen. Und ich fand das ja, Herr Hofmann, Sie haben ja vorhin gesagt, die Grünen setzen sich auf Bundesebene dafür ein, den Mindestlohn auf 12 Euro zu steigern. Das ist ja eine schöne Sache. Gut, dann setzen Sie sich auf Bundesebene dafür ein, aber schreiben Sie es in Hessen einfach ins Gesetz rein. Weil das ist überhaupt kein Problem. Man kann einen länderspezifischen Landesmindestlohn, den
Das ist dann Landflucht. Da gehen die nach Rheinland-Pfalz und bauen dort die Gebäude und gar nicht in Hessen. Ja, das ist natürlich klar. Das ist, die gehen dann alle in Frankfurt von den Baustellen weg, wo die all die Bürotürme bauen und bauen dann auf einmal die in Mainz oder irgendwo in Rheinland-Pfalz. Ja, das ist eine interessante These, Herr Bocklet. Ja. Ja. Und wissen Sie aber, wo die zum Beispiel nicht hingehen könnten, wäre zum Beispiel Bremen oder Brandenburg. Die haben nämlich einen Landesmindestlohn. Also das geht, das kann man machen. Und Brandenburg zum Beispiel am 1. Mai wird der Landesmindestlohn dort auf 13 € erhöht. 1. Mai ist ja immer ein guter Tag, um Löhne zu erhöhen. Also das heißt, das ist möglich, das kann man machen. Und Herr Hofmann, es gab es auch in Schleswig-Holstein. Leider nur, bis die Jamaika-Koalition kam und dann leider den Landesmindestlohn wieder abgeschafft hat. Ja, wer hat es abgeschafft? Wer wohl? Ne? Die richtige FDP und die grüne FDP, wie jetzt Frau Barth das genannt hat, also Hand in Hand. Ja, und die CDU war natürlich auch noch dabei. Die CDU war auch noch dabei. Und dann hat man es leider wieder abgeschafft. So, könnte man auf jeden Fall machen. Also das wäre sinnvoll, das umzusetzen. Da natürlich müssen die Frage der Ausbildungstätigkeit, natürlich müsste die berücksichtigt werden. Ja, für Unternehmen, die ausbilden, sollten doch bei der Vergabe auch bevorzugt behandelt werden. Und natürlich müssen endlich ökologische und soziale Standards verbindlich festgeschrieben sein. Umweltschonend müssen die Maßnahmen erbracht werden. Und leider reicht es halt nicht zu sagen, ja, die Kommunen können dies und sie können das, sie müssen aber nichts. Also, da brauchen wir auch kein Gesetz. Ne? Also ein Gesetz soll schon regeln, was Mindeststandards sind und nicht in den Katalog aufrufen und sagen, ihr könntet das so machen oder so machen. Da brauchen wir auch den gesetzlichen Rahmen nicht. Und ich glaube, also da soll jede Kommune mal selber überlegen mit dem Klimaschutz. Also das muss ich sagen, klang jetzt wirklich ein bisschen sehr FDP-ig und sehr nach Eigenverantwortung und soll mal jeder machen, was er meint, wird schon irgendwie gut gehen. Also mit der Freiwilligkeit funktioniert das ja generell nicht. Deswegen braucht man ja auch in diesem Gesetz eine Prüfbehörde, die aktiv kontrolliert und gegebenenfalls dann auch sanktioniert, und zwar spürbar sanktioniert. Und soweit, das wäre das, was wir dringend bräuchten und was notwendig wäre. Und jetzt kommen wir mal zur grauen Realität, zur Schwarz-Grünen. Also nachdem SPD und FDP ja sehr unterschiedliche Vergabegesetze vorgelegt haben, wir hatten ja auch als LINKE mehrere Anläufe gestartet, mehrere Gesetze eingebracht in den letzten Jahren. Leider waren das dann nicht von Erfolg gekrönt, zumindest was die Abstimmung hier im Landtag anging. Es gab die Gesetzentwürfe, den Gesetzentwurf der SPD, in dem ja viele richtige Dinge auch drin standen. Und leider hat aber die Formulierung im Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün schon darauf erahnen lassen, dass das nicht gut wird, weil da ja schon drin stand, man wolle das jetzt alles noch einmal vereinfachen und man wolle noch einmal Bürokratie abbauen. Ja gut, ich weiß gar nicht, was es an dem Gesetz so viel zu vereinfachen gab. Ich meine, das hat ja eh schon in vielen Bereichen nicht gegolten. Und auch die Evaluation, die im Gesetz vorgesehen war, die Sie dann irgendwann gemacht haben, ich meine, das war ja auch eher so eine Art Umfrage mit einer sehr begrenzten Aussagekraft. Also das jetzt gültige Vergabegesetz, das Schwarz-Grün damals beschlossen hat, ist unzureichend. Und der jetzt vorliegende Entwurf, den hat der DGB bereits zu Recht als eine einzige Enttäuschung bezeichnet und eben auf Fälle hingewiesen, wo nach der bisherigen Vergabepraxis eben Lohndumping möglich ist, ganz besonders im Baubereich. Kollegin Barth hat schon die Vergabe des Auftrags des Polizeipräsidiums in Frankfurt eben genannt. Das kann ich mir jetzt sparen. Aber das Problem ist ja, dass es eben damit Unternehmer belohnt werden, die gegen die Standards, die eben Tarifverträge nicht einhalten, die eben niedrige Löhne bezahlen. Und das übt doch auch Druck auf alle anderen, die es eigentlich machen wollen. Ja, also dass es Unternehmen gibt, die sagen, eigentlich will ich mich auf öffentliche Aufträge gar nicht bewerben, hat auch etwas damit zu tun, dass sie wissen, wenn sie halt einfach seriös kalkulieren und Tariflöhne zahlen, dass sie dann teilweise einfach gar keine Chance haben gegen Leute, die das einfach nicht machen. Und deswegen ist es wirklich ein unfairer Wettbewerb. Und deshalb muss die öffentliche Hand sagen, wir wollen nicht, dass die, die die schlechten Löhne zahlen und die Umweltstandards unterlaufen, dass die belohnt werden und damit Druck auf die anderen machen.
Auch das entwicklungspolitische Netzwerk bemängelt die Schwammigkeit der Vergabegrundsätze und auch, wie das Thema Nachhaltigkeit da angegeben, also das ganze Thema Nachhaltigkeit angegangen wird oder nicht angegangen wird. Von daher, Frau Kollegin Barth, ich hatte es mir auch aufgeschrieben, Grüne auf FDP-Kurs, schade, hatte ich mir aufgeschrieben, weil ich wirklich in der Tat der Meinung bin, na ja, Jürgen Lenders, wenn du schon in die Debatte gehst und sagst, ich habe es euch ja gesagt, grinsend, ja, und ich freue es, dass Sie da Teile von dem, was ihr schon immer kritisiert habt, auch noch übernehmen, dann ist ja auch letztlich dieses Urteil über das Gesetz schon ein Stück weit gesprochen. Der FDP gefällt. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Das mache ich. Das mache ich. Der FDP gefällt. Das ist ja einfach schon mal dem Unternehmenverbänder wird es auch gefallen, glaube ich. Also das ist, davon gehe ich auch raus. Also wir bräuchten ein anderes Gesetz. Ich kann jetzt nicht mehr alles sagen, was ich sagen wollte, aber wir haben ja noch eine Anhörung und eine Debatte im Ausschuss und eine zweite Lesung und vielleicht auch noch eine dritte Lesung und dann kann ich das ja noch alles sagen. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Al-Wazir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werter Herr Präsident, mit der vorliegenden Novelle, dem Gesetzentwurf für das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz, wird eine aus Sicht der Landesregierung wirtschaftspolitisch und gesellschaftlich wirklich bedeutende Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Ich will das aus meiner Sicht durchaus würdigen. Wir haben nämlich einerseits natürlich, das ist ja der Sinn eines Vergabegesetzes, auch den wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Mitteln sicherzustellen. Wir wollen einen fairen Wettbewerb von Unternehmen in diesem Zusammenhang. Und natürlich sind genau diese Punkte neben den Nachhaltigkeitspunkten, auf die ich noch kommen werde, aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig. Das HVTG ist mit Blick auf die Unterschwellenvergabeordnung jetzt deutlich verändert worden. Es ist so konzipiert worden im Entwurf, dass überflüssige Doppelungen und Widersprüche ausgeräumt wurden, weil sich natürlich auch die Rahmengesetzgebung im Laufe der letzten Jahre deutlich verändert hat. Wir haben jetzt einerseits die Unterschwellenvergabeordnung, wir haben andererseits die VOB. Das ergänzt sich aus unserer Sicht sehr gut. Ich finde, jedenfalls bis zu diesem Punkt müssten alle einer Meinung sein. Jedenfalls bis zu diesem Punkt. Ich will das an dieser Stelle auch sagen, ja, ich habe das schon einmal gesagt bei einer Debatte, die wir hier zu dem Thema hatten. Dieses Gesetz gilt eben nicht nur für das Land, es gilt auch für die Kommunen. Und da gibt es eben nicht nur eine Vergabestelle von großen Städten. Es gibt auch Weißenborn, Schwarzenborn und andere, die vielleicht weniger Mitarbeiter in der Verwaltung insgesamt haben als andere in ihren Vergabestellen. Und ich finde, an dieser Stelle, wenn dieses Gesetz so beschlossen wird, wird auch die rechtssichere Anwendung von Vergaberecht bei der Beschaffung gestärkt. Das ist richtig so. Das gilt auch für die Bieter. Stringente und länderübergreifende einheitliche Verfahrensregeln ermöglichen es ihnen, auch wirtschaftliche Angebote einzureichen. Und aus meiner Sicht ebenfalls gut gelungen, die Stärkung der nachhaltigen Beschaffung, und ich finde ausdrücklich, eine Stärkung der nachhaltigen Beschaffung, die wir hier ermöglichen, ist ausdrücklich richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Frau Barth, wenn Sie die Begründung des Gesetzentwurfs lesen, dann sehen Sie, Sie sagen jetzt, da fehlt jetzt der Katalog, woran man sich orientieren soll. Wir sagen, es ist eine Stärkung der nachhaltigen Beschaffung, dass es eben keinen engen Katalog mehr gibt, sondern dass man alle Aspekte von Nachhaltigkeit in Zukunft als derjenige, der ausschreibt, auch berücksichtigen kann. Es gibt eine Bedingung. Die Bedingung ist, dass eine Verbindung zum Auftragsgegenstand bestehen soll und dass natürlich die Forderung dann auch verhältnismäßig sein muss. Und ausdrücklich, eine Verbindung zum Auftragsgegenstand bedeutet, dass man sich auf den gesamten Lebenszyklus eines Produkts beziehen kann. Man könnte z.B. in bestimmten Bereichen nachhaltigen Abbau von Rohstoffen oder umweltfreundliche Entsorgung eines Produkts zum Gegenstand machen. Und ausdrücklich will ich das sagen, Qualitätsmanagement eines Betriebs kann auch ebenfalls, es gibt ja Nachhaltigkeit sozusagen in den drei Dimensionen, zum Gegenstand gemacht werden. Man kann, wenn man möchte, Energieeffizienz von Geräten oder auch
fair gehandelte Lebensmittel zum Gegenstand machen. Das ist möglich. Ich will das ausdrücklich sagen. Die öffentlichen Auftraggeber haben den größtmöglichen Spielraum in Bezug auf die Gestaltung von nachhaltigen Beschaffungsprozessen. Und dann, aber das gehört dazu, dann muss man es halt auch machen. Und deswegen, ja, ich denke, Sie sind die Kommunalpartei, sagt Nancy Faeser immer. Dann machen Sie es doch einfach, Frau Barth. Wissen Sie, ich finde das spannend. Übrigens, Kollegin Wissler, ich fand die Wahlplakate der Linkspartei nach, jetzt ist ja die Wahl rum, fand ich übrigens ein bisschen entlarvend, weil die Botschaft immer war, macht was. Nicht wir machen was, sondern macht was. Da war sozusagen das Oppositionelle schon vorne drin. Wie wäre es, mal nicht von anderen etwas zu fordern, sondern einfach zu machen? Das ist an dieser Stelle, das fand ich ein freudsches Plakat geradezu, Frau Wissler. Ja, ja, genau. Und ich finde, und jetzt zum Thema Tariftreue. Und das will ich an dieser Stelle mal sagen. Das geltende HVDG ist aus meiner Sicht auch jetzt schon in Bezug auf Tariftreue, Mindestlohnregeln ein modernes Gesetz. Und wir verbessern diese Regeln noch einmal. Wir nehmen jetzt in dem Entwurf Bezug auf alle zulässigen Tarifregelungen, das heißt auch auf die Vorschriften des Tarifvertragsgesetzes, auf das novellierte Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Und wir unterstützen das Gesetz sozusagen in diesem Form einmalig die Vermeidung von möglicher Schwarzarbeit und die Einhaltung der Mindestlohnvorgaben, wie ich finde, in innovativer Weise, weil wir bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Bauhauptgewerbe und im Baunebengewerbe die Unternehmen in Zukunft verpflichten, durch Vorlage einer Sozialkassenbescheinigung die ordnungsgemäße Teilnahme am Sozialkassenverfahren nachzuweisen, als Ausführungsbedingung. Ich will mich bei der Soka Bau ausdrücklich bedanken, dass Sie sich auf diesen Weg, weil das ist ja nicht uns so eingefallen, ohne dass wir mit denen geredet haben, dass sich auf diesen Weg eingelassen hat, weil wir wissen, dass in diesem Bereich oft Schindluder getrieben wird und dass wir ausdrücklich der Auffassung sind, dass der Weg, den wir jetzt gehen, die Möglichkeit bietet, dass dort wirklich die Tarifverträge, dass die Sozialbedingungen eingehalten werden. Und das heißt, es wird nicht nur vor Vorliegen der Bescheinigung vor dem Zuschlag geprüft, sondern es kann auch während der gesamten Vertragslaufzeit überprüft werden. Und damit unterstützen die Sozialkassen den Auftraggeber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie sind darüber hinaus im neuen Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, das wissen Sie, als Einrichtungen aufgenommen worden, die die Finanzkontrolle Schwarzarbeit unterstützen. Und das ist auch dringend nötig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben zusätzlich eine neu zu schaffende Stelle vorgesehen im Sozialministerium, die Auftraggebern, Bietern, Auftragnehmern und deren Beschäftigten Auskunft über die von den Unternehmen zu gewährenden Arbeitsbedingungen bietet. Auch diese Stelle kann bei Verdachtsfällen den Kontakt zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit herstellen. Und ich will das ausdrücklich sagen, die bisherigen VOB-Stellen werden in Zukunft als Vergabekompetenzstellen Auftraggeber, Zuwendungsempfänger, nicht nur in Bezug auf die Vergabe von Bauleistungen, sondern auch hinsichtlich der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen beraten, als Unterstützung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ausdrücklich können auch die neuen Vergabekompetenzstellen Aufträge, deren geschätzter Wert bestimmte Schwellenwerte überschreitet, auf Veranlassung eines Bieters in einem schlanken und effizienten Verfahren überprüfen lassen. Auch das ist ein innovativer Weg, wie wir finden. Und deswegen zum Schluss, Herr Präsident. Ich weiß, man kann heute Abend ja nicht mehr in die Kneipe gehen, deswegen, aber ich habe mir vorgenommen, die Redezeit nicht auszuschöpfen, nach sowohl Hinweis des Geschäftsführers wie auch des Präsidenten. Mit dem neuen HVTG-Entwurf, der hier beraten wird, liegt aus meiner Sicht ein sehr guter Gesetzentwurf vor, der den Wettbewerb und die wirtschaftliche Vergabe von Leistungen stärken wird und im besonderen Maße die Ziele der Nachhaltigkeit und der Sicherstellung von fairen Arbeitsbedingungen und Arbeitsentgelten fördert. Und ich darf hinzufügen, ja, natürlich machen wir eine Anhörung.
völlig klar. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir dieses Gesetz noch vor den Sommerferien verabschieden können, weil es auch den vielen Unternehmen, die aktuell unter der Corona-Krise leiden, schneller zu neuen Aufträgen verhelfen wird. Auch das ist ja ein Punkt, der nicht unwichtig ist. Und deswegen freue ich mich auf die Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. In der Tat, Sie haben darauf hingewiesen, die Gaststätten sind zu. Ich glaube, das Landtagsrestaurant bietet aber noch Dinge an. Das ist gut für Umsatz und steigert möglicherweise. Oh, ist nicht auf. Das ist ja schrecklich. Gut, dann will ich es auch sein lassen, um Gottes Willen. Also, da müssen wir auch noch einmal dran gehen. Gut, dann müssen wir hier zu den Formalien kommen. Das war nämlich die erste Lesung. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WVA.